Es ist ja leider fast schon wieder vorbei, das geliebte Wochenende. Aber wie verbringen wir Deutsche eigentlich unsere freien Tage? Und wussten Sie, dass manche Länder überhaupt kein Wochenende kennen? Alles zur Vorfreude aufs nächste Wochenende, jetzt im Galileo Speedwissen. Viel Spaß. Freitagnachmittag in Deutschland. Für die meisten heißt das Feierabend. Wir freuen uns aufs Wochenende. Doch oft beginnen die freien Tage wenig erfreulich. Freitag ist der Tag mit den meisten Staus. Auf Autobahn, Landstraße und in der Stadt gibt es dann deutschlandweit rund 700 Staus mit einer Gesamtlänge von 1700 Kilometern. Für mehr als zwei Drittel der Deutschen bedeutet das Ende der Woche zwei Tage ohne Arbeit. Das war nicht immer so. Den freien Samstag gibt es erst seit den 60er Jahren. Er ist eine Errungenschaft der Gewerkschaften. Davor war eine Sechstagewoche mit mindestens 60 Arbeitsstunden völlig normal. Der Sonntag ist bei uns traditionell ein Ruhetag. In vielen islamischen Ländern dagegen wird sonntags gearbeitet. Hier ist der Freitag der Gebetstag und damit frei. Bei den Chinesen hat fast niemand ein freies Wochenende. Hier wird jeden Tag gearbeitet. Zwar lieben wir Deutschen unser Wochenende. Trotzdem ist unser Lieblingstag nicht etwa der Samstag oder Sonntag, sondern der Donnerstag. Die Hälfte der Woche liegt hinter uns, das Wochenende vor uns. Und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Von Montag bis Freitag haben wir insgesamt nur 4 Stunden und 3 Minuten Freizeit. Am Wochenende ist es zwar mehr, doch auch dann haben wir nur 12 Stunden und 18 Minuten frei. Denn Freizeit ist nur die Zeit, in der wir ausschließlich Dinge tun, die uns Freude machen. Beispiel Shopping. Während den meisten Frauen der Kleiderkauf Spaß macht, ist es für viele Männer eine lästige Pflicht und somit keine Freizeit. Zu unseren Lieblingsfreizeitbeschäftigungen gehören ganz andere Dinge. Auf Platz 3 telefonieren. Bestimmt auch mit Mama, die wir durchschnittlich einmal die Woche anrufen. Auf Platz 2 Zeitung lesen. Doch nicht irgendwo. Sondern auf der Toilette. Männer lesen dort am liebsten den Sportteil der Tageszeitung. Frauen bevorzugen den spannenden Krimi. Seit rund 30 Jahren unangefochten auf Platz 1 unserer Freizeitbeschäftigungen das Fernsehen. Beliebtester Fernsehtag ist der Sonntag. Männer verbringen an diesem Tag 309 Minuten, Frauen 312 Minuten vor der Mattscheibe. Unter der Woche sind es täglich eine gute Stunde weniger. Andere Länder, andere Sitten. In Osteuropa verbringt man das Wochenende mit etwas ganz anderem. Ganz oben auf der Liste, im Wald Pilze suchen. Ganz verrückt nach dem Sammeln sind die Tschechen. 84% von ihnen verbringen ihr Wochenende im Wald. In den 50er Jahren war man in Deutschland bei seiner Freizeitgestaltung weniger exotisch. Damals war des Deutschen liebste Freizeitbeschäftigung tatsächlich das aus dem Fenster schauen. In den 60ern ging man ins Theater. Und in den 70ern war das Zeitunglesen unsere Lieblingsbeschäftigung. Spätestens mit der Einführung des privaten Rundfunks 1984 fand dann der Fernseher seinen Weg in die deutschen Wohnzimmer. Für die einen Pflicht, für die anderen das pure Vergnügen, die Autowäsche. Freitag und Samstag herrscht Hochbetrieb in der Waschstraße. 150 Millionen, die Hälfte von jährlich 300 Millionen Autowäschen, finden an diesen beiden Tagen statt. Kein Wunder, viele Dates sind am Wochenende. Und da möchte Mann glänzen. Laut einer Umfrage wäscht jeder zweite Mann sein Auto, bevor er damit eine Frau zum Date abholt. Von den Frauen machen das dagegen nur rund ein Drittel. Wochenende ist Datingzeit. Die besten Chancen, den richtigen Partner zu finden, haben sie im Freundeskreis. 63% haben sich hier kennengelernt. Dicht gefolgt vom Internet.
mit 53%. Bars und Clubs landen nur auf Platz 3 mit 48%. Früher war das anders. In den 50ern und 60ern war das Tanzcafé Samstagabend und Sonntagnachmittag Treffpunkt Nummer 1. Um sich kennenzulernen, hat Mann dort die Frau einfach zum Tanzen aufgefordert. Wohl das Highlight am Wochenende: Ausschlafen. Unter der Woche schlafen wir 7 Stunden und 14 Minuten. Damit schlafen wir 10 Minuten länger als der europäische Durchschnitt. Am Wochenende schlummern die meisten von uns bis zu 8 Stunden. Dabei nehmen wir auch in Kauf, den eigentlichen Grund für den freien Tag zu verschlafen. Nur 6% der Deutschen gehen am Sonntag in die Kirche. Wer es doch aus dem Bett schafft, wird mit einem ausgedehnten Sonntagsfrühstück belohnt. Unter der Woche frühstücken die meisten maximal 10 Minuten. Am Wochenende nehmen wir uns dafür deutlich mehr Zeit. Frühstücksei und Kaffee dürfen dabei auf keinen Fall fehlen. Dazu gibt's frische Brötchen. Jedes Jahr geben die Deutschen allein an den Wochenenden mehr als 52 Millionen 428.000 Euro nur für Brötchen aus. Am beliebtesten ist das Weizenbrötchen. Wir verbringen am Sonntag zwar insgesamt 4,8 Stunden mit unseren Hobbys, doch 42 Minuten beschäftigt uns auch schon wieder die Arbeit. Vielleicht einer der Gründe, warum sich nur jeder dritte Mann gerne am Frühstückstisch unterhält. Für mehr als die Hälfte der Deutschen ist es ein geliebtes Hobby, die Gartenarbeit. Der heilige Rasen will gepflegt sein, aber Achtung! Je nach Lärmpegel ist das Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen komplett verboten. Und auch am Samstag darf laut EU-Verordnung nur von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr gemäht werden. Handmäher und Scheren dürfen hingegen jederzeit benutzt werden. Eines darf am Wochenende natürlich auf keinen Fall fehlen: das Nichtstun. Wenn Sie das nicht aushalten, keine Sorge. Die meisten Unfälle passieren sowieso montags.